So, einen wunderschönen guten Abend zusammen zur heutigen Entwicklerkonferenz vom 25. Juni 2020. Mein Name ist Martin König von TraderFox und in der heutigen Entwicklerkonferenz habe ich, glaube ich, zwei richtig spannende Sachen für euch. Und zwar einmal schließen wir dieses sehr trockene Thema von der letzten Woche ab mit dem Zeichnen in NinjaTrader. Und da habe ich euch einen, ich glaube, ganz tollen Indikator gebaut, den ich so noch nicht gesehen habe, den stelle ich euch vor. Ich glaube, das wird richtig gut. Und das Zweite ist, ich bin gebeten worden, den Unmanaged Approach in NinjaTrader zu erklären und zu erläutern und mal zum Thema zu machen. Was ist der Unmanaged Approach? Da geht es um das Order setzen. Da habe ich eine E-Mail bekommen, in dem man mich darum gebeten hat, den zu besprechen, weil da steht im Tutorial von NinjaScript selber, oder nicht im Tutorial, sondern in der Anleitung von NinjaScript selber, es ist nur für Experienced Entwickler. Also da sollen sich nur Leute dran wagen, die wirklich ein bisschen Ahnung haben. Und dann versuche ich mich mal mit meinem Halbwissen. Nein, da habe ich euch auch ein Beispiel gemacht, habe das in das How-To gepackt und vor allen Dingen habe ich auch einen kleinen Bot gebaut, den wir gleich live mal laufen lassen können und mal gucken können, wie das Ganze funktioniert. Das Beste an der ganzen Geschichte ist, ihr könnt euch das jetzt schon herunterladen. Ich habe euch beides auf der Charlie-Seite verlinkt. Und zwar haben wir ja hier auf der rechten Seite die NinjaTrader-Add-ons, also alle möglichen Erweiterungen, Ideen, Indikatoren und vieles mehr, die ich im Rahmen der Entwicklerkonferenzen erstellt habe. Und dort habe ich einmal das How-To aktualisiert. Das heißt, hier haben wir es. Das How-To mit den ganzen NinjaScript-Snippets, da werden wir ja gleich reingucken. Mit den ganzen Anleitungen habe ich euch hier zum Download verlinkt in der aktuellsten, neuesten Version, also mit allem dem, was wir in den letzten zwei, drei Entwicklerkonferenzen besprochen haben. Und außerdem habe ich hier unten ein Trailing Stop gebaut. Und diesen Trailing Stop habe ich gebaut mit dem Unmanaged Approach. Und beides werde ich euch heute in der Entwicklerkonferenz vorstellen. Dazu wechseln wir mal auf den neuen Entwicklungsrechner. Da vielleicht noch als kleines Feedback: In der letzten Woche hat der sich ja ziemlich einen abgerödelt. Und das lag wirklich in der Tat daran, dass wir das Windows-eigene Remote Desktop genutzt haben. Ich habe jetzt eine andere Lösung installiert, mit dem ich quasi den Rechner ferngesteuert bediene. Und siehe da, er läuft viel flüssiger, viel schöner. Das ist jetzt alles viel angenehmer zu bedienen. So, ich wechsle mal auf den anderen Rechner. Schauen wir uns zunächst an das Zeichnen, das Malen, das Thema von der letzten Woche, das ich einmal noch ganz kurz abschließen möchte und vor allen Dingen mit einem Goodie abschließen möchte. Einem Goodie, den ihr wahrscheinlich so noch nicht in der Form gesehen habt. Also, wovon rede ich? Orientieren wir uns mal ganz kurz. In unserem How-To haben wir ja einen Bereich angefangen, der hieß How-To Render. Und da hatte ich beim letzten Mal erläutert, ja, mit dem Malen, das macht man ja weniger in einer Strategie, sondern viel mehr in einem Indikator. Und deswegen habe ich dem How-To-Bereich einen eigenen Indikator zugeordnet und habe alle Informationen zum Rendern in dem Indikator Fox Candle, so habe ich das Ganze mal genannt, eingebaut. Das heißt, ihr findet den dann nicht hier unter Strategien How-To, sondern unter Indikatoren. Wird alles bei euch automatisch installiert, sobald ihr die ZIP-Datei, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, in NinjaTrader importiert. Also, dann haben wir quasi jetzt was Neues. Neben den ganzen How-To-Anleitungen haben wir dann einen Indikator, der da heißt Fox Candle. Und hier steckt die ganze Information drin rund um das Zeichnen und Malen, so wie ich es schon in der letzten Woche angedeutet habe. Ich mache mal den Quelltext wieder ein wenig größer. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir beim letzten Mal besprochen haben, dass wir Plots auf unserer Zeichenfläche integrieren. Also Plots sind drei verschiedene Zeichenelemente, deren Zeichnung wir aber dann selber vornehmen. Das heißt, da wollen wir nicht, dass das NinjaTrader für uns macht, sondern dass wir das selber machen.
Und dann hatten wir in der letzten Woche so ein bisschen rumexperimentiert, hatten versucht, ein paar Linien zu malen und so richtig schön war das nicht und so richtig geklappt hatte das auch nicht. Und deswegen habe ich das Ganze nochmal auf vernünftige Beine gestellt und in einem funktionierenden Indikator zusammengefasst. Ganz wichtig ist neben der On-Bar-Update-Methode dann die On-Render-Methode. So viel hatten wir ja bei der letzten Woche auch schon erarbeitet. Und das schauen wir uns mal kurz an. Ich habe hier vorne wieder den Hinweis hingepackt, dass wir zwei Module integrieren müssen, um überhaupt zeichnen zu können. Und dann habe ich kurz noch zusammengefasst, welche Logik oder welchen Code wir in das On-Bar-Update tun. Denn was wir hier machen, und ich erläutere gleich ganz kurz, was dieser Quelltext macht, ist, hier bereiten wir quasi die Kursdaten auf, damit wir dann später zeichnen können. Diese Methode wird immer aufgerufen, wenn ein neuer Tick oder eine neue Kerze fertig ist. So viel wissen wir ja schon. Und dann in diesem Indikator ist es so, dass ich hier die Zahlen nehme, um Werte zu berechnen, oder ich nehme die Kursdaten, um Werte zu berechnen, die mir dann als Grundlage dienen, was ich zeichnen möchte. Und zwar schreibe ich dann hier bei der Fox Candle zum Beispiel, werden die Kursdaten mehrerer Kerzen zusammengefasst und in Listen gespeichert. Diese Listen werden dann in der Methode onRender verwendet, um eigene Kerzen zu zeichnen. Das Ganze heißt auch Fox Candle, das heißt, hier geht es darum, eigene Kerzen zu malen. Ich möchte also nicht nur die Kerzen sehen, die mir NinjaTrader malt, sondern ich möchte eigene Kerzen machen. Und dazu habe ich hier so ein bisschen Mathematik verwendet, aber im Wesentlichen, was ihr seht, ist, ich habe mir eigene Listen gemacht für Open, High, Low und Close. Zu dem Detail, wie das Ganze berechnet wird, vielleicht später etwas mehr. Das heißt, hier läuft die ganze Zeit die Kurse rein und ich mache damit etwas und speichere mir das in vier eigenen Listen, wo ich eigene Open, High, Low und Close definiere. Das ist mit diesen Listen gemeint und das sind dann diese Listen, die ich hier oben wiederfinde. Und diese Listen nehme ich nun als Grundlage, um selber zu zeichnen. Und da sind wir in der auch in der letzten Woche schon bekannten On-Render-Methode. Ich habe hier vorne nochmal ausführlich zusammengefasst, was wir denn in dieser Methode machen. Sprich, es geht wieder darum, die Werte aus dem Chart, also die Anzahl der Kerze oder das Kursniveau, umzurechnen in XY-Koordinaten. Denn dieses Malen und Zeichnen findet nun auf X- und Y-Core-Basis statt. Das heißt, in OnRender, die Methoden, die wissen nichts von einem DAX-Stand oder von einem Siemens-Stand, die wollen stumpf X- und Y-Koordinaten haben. Und wie man das Ganze umrechnet, habe ich dann hier nochmal beschrieben und natürlich dann auch das laufende Beispiel verwendet. Ihr seht, es gibt dann hier diese Methode get X by bar index oder get Y by value. Also die Umrechnung von Kerze zu X-Koordinate oder von Wert zur Y-Koordinate. So viel haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Wir haben gelernt, dass wir einen Punkt definieren über einen Vektor, der selber eine X- und Y-Wert enthält, dass wenn wir zwei Vektoren, zwei Punkte mit einer Linie verbinden wollen, dass wir dann die Draw-Line-Methode verwenden und dann hier die zwei Punkte übergeben. In Kombination mit Gestaltungsbefehlen. Dieses Beispiel steht euch schon zum Download zur Verfügung. Und was dieses Beispiel macht, ist, es aggregiert verschiedene Kurse zu eigenen Kerzen. Und das müssen wir uns unbedingt mal im Chart angucken. Und zwar, das ist Fox Candle. Und zwar, was ich als quasi als Beispiel genommen habe, um das Zeichnen, das Malen von diesen Indikatoren so mal darzustellen, ist, ich befinde mich im 1-Minuten-Chart im FDAX. Ne, wir haben heute Abend jetzt 12.208 Punkte erreicht. Und ihr seht im Hintergrund den normalen 1-Minuten-Chart, aber ihr seht ebenfalls Kerzen, die den 10-Minuten-Chart darstellen. Ich habe also die 10-Minuten-Kerze in die 1-Minute-Kerzen oder in den 1-Minuten-Chart mit hineingebaut.
Und jetzt sehen wir gerade, dass es 18.10 Uhr ist, also somit auch eine neue 10-Minuten-Kerze beginnt. Und diese wird jetzt hier live gemalt. Das heißt, ich habe Kerzen in Kerzen hineingemalt. Ihr könnt damit quasi zwei Charts gleichzeitig verfolgen oder zwei Zeiteinheiten gleichzeitig verfolgen. Das Gezeichnete hat ja drei Zeichenelemente. Wir haben ja diese drei Plots und die habe ich dafür genutzt, um einmal die Linie der Farben, die Farbe der Linie zu definieren, sprich die Docht und Lunte und den Kerzenkörper, als aber auch die Farbe des Kerzenkörpers selber. Das heißt, die steigenden sind grün, die fallenden sind rot und diese Farben können wir dann selber hier definieren. Da hatte ich ja beim letzten Mal erläutert, dass sich das ja eigentlich bei einem Indikator darauf bezieht, auf dann eine, wie beim SMA, auf eine fortlaufende Wertdarstellung. Aber das haben wir in diesem Falle nicht, sondern wir sagen, wir malen diesen Indikator komplett selber. Und ihr seht, jetzt im Hintergrund ist das Ganze schon auf blau gewechselt. Das heißt, hierüber kann ich dann die Farben steuern. Eine Sache gibt's noch mehr. Ihr könnt selber definieren, wie viele Perioden zusammengefasst werden sollen. Also wir sind hier am 1-Minuten-Chart und ich habe hier 10 gewählt. Das heißt, alle 10 Minuten wird eine neue Kerze gemacht. Aber da kann ich auch was ganz Krummes wie 7 eingeben, um mir einen 7-Minuten-Chart darstellen zu lassen. Ihr seht, wie das im Hintergrund schon rumspringt. Oder halt die altbekannten, ne, 60-Minuten-Chart. Kann ich mir angucken, wie sieht denn der heutige Tag im 60-Minuten-Chart aus. Dazu muss man natürlich mal ein bisschen rausscrollen, damit das Ganze so richtig zur Entfaltung kommt. Aber da seht ihr, wie sich dann ein 60-Minuten-Chart ergeben hätte. Und das machen wir mit der On-Render-Methode. In der On-Bar-Update-Methode sammeln wir die Daten für 60 Minuten. Das heißt, jede einzelne Kerze läuft ja da durch. Oder in diesem Falle sogar jeder einzelne Tick. Ihr seht, dass die Kerze ja wirklich mit jedem Tick sich verändert. Dann machen wir Mathematik im Sinne von, dass wir zuordnen, okay, in welcher Stunde befinde ich mich oder in welcher 10-Minuten-Kerze befinde ich mich. Dann muss ich ein bisschen prüfen, habe ich einen Höchst- oder einen Tiefskurs erreicht. Hier sieht man das jetzt sehr schön. Die gerade angefangene Stundenkerze hat auch schon so einen klitzekleinen Docht. Und dieser Docht wurde halt dadurch gebildet, dass wir so um 18.05 Uhr oder was das hier ist, schon ein bisschen höher standen. Und dadurch ergibt sich der Docht. Und eine minimale Lunte hier auf der unteren Seite, das wird dann deutlicher in der Stunde davor, die Stunde 17 Uhr bis 18 Uhr, wo der Markt sehr hin und her geschwankt ist. Und wir im Stundenchart quasi so eine Art Doji-Geschichte gemacht haben. Das heißt, die Kerze fing hier um 17 Uhr an, hörte hier um 18 Uhr auf und zwischendrin sind wir nach oben und nach unten ordentlich ausgeschlagen. Und jetzt können wir quasi in eine solche Stundencandle hineingucken. Und das habe ich mal Fox-Candle genannt, also eine Fuchskerze, keine Ahnung, wie man sowas offiziell richtig nennt. Ich habe es so noch nicht gesehen. Wir überlegen sogar, ob wir das mal bei uns im Trading Desk implementieren. Und so kann man quasi zwei Kerzeneinheiten gleichzeitig im Auge behalten. Ich finde, das sieht ganz spektakulär aus und ergibt ganz neue Eindrücke vom Chart. Könnt natürlich auch mehrere machen. Ich nehme mal den 15-Minuten-Chart und dann könnt ihr hier mehrere Fox-Candles einbauen. Einen für 15, einen für 60. Und dann malt er mir natürlich hier eine ganze Menge Flächen mit rein. Und ihr seht, eine Stunde besteht aus 4 mal 15 Minuten. Und dann gibt es hier ganz lustige Muster. Das ist das, was der Fox-Candle macht. Der ist Bestandteil unseres How-To-Files. Das ist die Logik, die ihr euch dann im Quelltext hier anschauen könnt. Hier ist genau alles in der On-Render-Methode erläutert. Im Prinzip malen wir
den Docht und die Lunte. Das sind ja quasi zwei Linien, die wir oben malen müssen. Und dann malen wir ein Rechteck. Das ist der gesamte Kerzenkörper. Und dann gibt es noch hier unten ein Auffüllen des Kerzenkörpers mit der entsprechenden Farbe, ob wir dann steigend oder fallend sind, ob es dann grün oder rot sein muss. Hier seht ihr dann noch so Kleinigkeiten, wie dass man das Ganze auch transparent machen kann. Ihr habt ja gesehen, dass die Kerze so durchscheinend war. Man konnte durch die Kerze durchgucken. Das habe ich dann auch mal hier der Vollständigkeit halber mit eingebaut, sodass ihr auch mit diesen Werten eventuell ein bisschen arbeiten könnt und sagen könnt, na, das ist mir ein bisschen zu heftig, ne, diese Darstellung. Ich hätte das nur ganz leicht und dezent gerne im Hintergrund. Und dann kann man das darüber einfach machen. Probieren wir das mal aus. Ich ändere den Wert mal von 33 auf 10. Das heißt, wir verändern die Durchlässigkeit. Jetzt gehe ich hier mal hin und mache F5 und dann seht ihr, jetzt kann man kaum mehr was erkennen. Gucken, ob die Software doch, man sieht es hier noch, jetzt ganz leichte Farben, die dann vielleicht gar nicht so sehr stören. Also, wer im Candlestick Trading unterwegs ist, kann ja dieses Tool nutzen, um sich die Kerzen mal live in einer ganz anderen Art und Weise darstellen zu lassen. Und das alles mit der On-Render-Methode. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, was für Möglichkeiten es einem dann bietet, zeichnen zu können. Ich hatte ja beim letzten Mal schon angedeutet, man könnte sowas wie Davos-Boxen machen, könnte eigene Zonen definieren, Ziele definieren. Neben den Möglichkeiten, Linien oder Rechtecke zu bauen, kann man ja auch Ellipsoide, also Kreisformen machen und vieles mehr. Ich habe auf Twitter einen Trader gesehen, der hat so eine Fibonacci-Spirale und all solche Dinge könnte man ja selber auch dann hier zeichnen und so Ninja-Trader aktiv erweitern. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das gefällt euch. Ist in dem How-To mit drin. Das zweite Thema für heute ist der Ansatz Unmanaged Approach. Also Orders setzen in einem nicht gemanagten Approach, also in einem, wie soll man das ins Deutsche übersetzen, nicht geführten, nicht angeleiteten Modus. Dazu fangen wir erstmal wieder ganz von vorne an, nämlich das, was wir bisher schon kennen, also der Managed Approach, also der einfache Approach, da wo der Ninja Trader selber sagt, das ist so für den Nicht-Experten, wo man Orders setzen kann, ganz gezielt durch verschiedenste Methoden, die von ihren Begrifflichkeiten her schon vorgeben, was man eigentlich möchte. Dazu verweise ich auf das How-To Managed Orders mit Enter Long, Set Profit Target, Set Stop Loss, Enter Long Limit und vielen, vielen mehr habe ich euch ja in diesem Teil ausführlichst dargestellt. Was ist nun der Unmanaged Approach? Also, dazu gehen wir mal in die Anleitung von Ninja Trader, schauen uns die Sprachreferenz mal an und dort suchen wir mal Unmanaged Approach. Ihr seht, es gibt hier schon unter dem Begriff C Cancel Order, eine Cancel Order Befehl für den Managed und einen für den Unmanaged Approach. Dann hangele ich mich mal über die Befehle zum Unmanaged Approach. Und das ist hier der Verweis, auf den einer von euch, einer unserer Nutzer hingewiesen hat, der da sagte, das ist nur für Very Experienced Programmers. Vielleicht kannst du uns mal eine schnelle Einführung darin geben. Und das möchte ich hiermit sehr gerne tun. Der wesentliche Unterschied zwischen Managed und Unmanaged ist, dass wir nur noch eine einzige Methode haben, um Orders zu setzen. Ich habe euch ja gerade gezeigt, dass wir beim Managed Approach Enter Long, Enter Short, Enter Long Limit, Enter Stop Limit, alles Mögliche machen können. Und dass wir sehr aussagekräftige einzelne Methoden für die einzelnen Anwendungsfälle haben. Und das findet hier nicht mehr statt. Wir haben eine Order, mit der wir alles erledigen. Dementsprechend hat die eine ganze Reihe von Parametern
Und viele Automatismen, die quasi im Hintergrund stattfinden, fallen weg. Man muss sich selber komplett um das ganze Order Management, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, kümmern. Ne? Es ist unmanaged, also wir müssen es selber managen. Ist aber gar nicht so schlimm, beziehungsweise wenn man das mal raus hat, ermöglicht einem das viele Dinge, die sonst nicht so einfach oder gar nicht möglich gewesen wären. Und zwar möchte ich das heute mal erläutern an einem kleinen Bot, den ich geschrieben habe, den wir mal einfach starten und dann gucken wir, wie der Ganze funktioniert. So, dazu mache ich das mal klein und habe hier diese Ansicht. Na, der Markt steigt jetzt nochmal richtig schön, hat zur Eröffnung ordentlich einen auf den Deckel gekriegt. Ich habe eine Strategie geschrieben, Trailing Stop. Die aktiviere ich mal. Er schreit hier, pass bitte auf, wenn du mit Orders arbeitest, ist alles sehr gefährlich. Ihr seht, als ich hier drauf gedrückt habe, hat er sofort eine Order gesetzt, denn er ist so programmiert. Was soll er machen? Er soll long gehen, wenn die Vorkerze grün ist, und er soll seine Position absichern durch einen Trailing Stop. Deswegen heißt er auch Trailing Stop. Dieser Trailing Stop ist erstmal auf 10 Punkte unterhalb des Einstiegs definiert, soll aber dann bitte nachgezogen werden, sobald höhere Kurse erreicht sind. Ich hoffe, dass der Markt mir gleich den Gefallen tut und auch vielleicht einen kleinen Satz nach oben macht, dass wir auch sehen, dass das Ganze passiert. Gebaut habe ich das Ganze mit dem Unmanaged Approach, das heißt, ich verwalte die Orders selber, ich verwalte die Stop-Order selber. Und das ermöglicht mir hier zum Beispiel, dass ich meinen Bot jetzt auf jedem Tick laufen lassen kann. Das heißt, im Gegensatz zu vielen Arbeiten, die wir sonst gemacht haben, wo wir ja mal nur auf eine neue Kerze reagiert haben, reagieren wir jetzt auf jeden einzelnen Tick, um wirklich bei jeder Kursveränderung den Stop-Loss auch nachziehen zu können. Und jetzt macht der Markt, ja, der ist gerade sehr, ja, bullisch unterwegs und ihr seht, mit jeder kleinen Bewegung zieht er den Stop-Loss schön fein säuberlich hinter sich her. Ich habe hier auch eine entsprechende Ausgabe gemacht. Man sieht dann Kauf, Ausführung, setze Stop-Loss auf den entsprechenden Wert. Der Stop-Loss ist jetzt bei 229. Das heißt, in der Spitze haben wir hier 239 erreicht, minus 10 ergibt dann den Stop-Loss. Wir sind 7 Punkte vorne und haben hier noch so ein kleines Risiko, was noch hinten dran hängt. Also ich versuche zu rechnen, 1,5 Punkte. So. Und das habe ich mit dem Unmanaged Approach genommen und das ist quasi das Beispiel, was ihr auch in dem How-To findet, beziehungsweise in dem How-To ist eine etwas abgespeckte Form drin, weil ich da mich gar nicht so sehr auf den Bot selber konzentrieren wollte, sondern da habe ich die wesentlichen Quelltextbestandteile erläutert. Und deswegen habe ich euch auf der Charlie-Seite auch den Trailing Stop nochmal einzeln zum Download wiedergegeben, so als einzelnen Bot, der, wie ihr seht, mal eben ganz knackig 10 Punkte macht, ohne mit der Wimper zu zucken. Ne, so einfach kann das sein. Ne, der Markt zieht jetzt hier nach oben und wir ziehen unseren Trailing Stop hinterher. Ich lasse das mal laufen, während ich mir mal den Quelltext nach vorne hole, sodass wir uns das mal ganz kurz angucken können. Ihr findet also neu im How-To diesen Bereich Unmanaged Orders. Zoomen wir uns mal rein. Ich erkläre euch ganz grundlegend, auf was ihr achten müsst. Ansonsten habt ihr mit dem Trailing Stop und wie gesagt mit dem How-To-Bereich alle Informationen sehr schön an einer Stelle. Erster Punkt und ganz wichtig ist, ihr müsst in eurer Programmierung ankündigen, dass ihr den Unmanaged Approach nutzen wollt. Das heißt, ihr müsst hier im Deklarationsteil, da wo die Standardwerte gesetzt werden, müsst ihr sagen, is unmanaged. Wenn ihr das reinbaut, dann könnt ihr den Unmanaged Approach überhaupt nur nutzen. Das heißt, für die gesamte Strategie müsst ihr euch auf eine der beiden Arten beschränken. Beschränken ist das falsche Wort. Ihr müsst euch für eine der beiden Arten entscheiden. Man kann nicht beides mischen. Das also vorneweg. Dann, ich habe hier vorne mal einen Befehl reingemacht, dass ich zum Beispiel mit diesem Bot nicht historisch arbeiten möchte. Ich möchte also kein Backtesting machen.
habe hier vorne eine Bremse quasi eingebaut, eine Barriere und gesagt, wenn der Status meines Bots historical ist, dann gleich return, dann breche ab. Das habe ich in diesem Falle gemacht, da dieser Bot wirklich auf jeden Tick reagieren soll, also auf jede Tick-Information. Und die habe ich ja in jetzt historischen 1-Minuten-Charts an der Stelle so nicht. Und das kann man machen. Ich habe es mal hier hinzugefügt, dann habt ihr es auch mal gesehen. Und soll mir jetzt auch einfach helfen, in Echtzeit zu handeln. Ich komme gerade in Stottern, weil der Gerhard gleich schreibt, soweit mir bekannt ist, geht das auch mit den in NinjaTrader 8 integrierten ATM-Strategien. Ja, ein Trailing-Stop geht auch damit, das ist richtig. Also der NinjaTrader hat über ATM, also über eine Order oder Manage, eine Active Trade Management heißt das, glaube ich, auch die Möglichkeiten, einen Trailing-Stop zu machen. Absolut. Aber ich will das selber programmieren. So, also was macht der Unmanaged Approach? Wie ich schon angedeutet habe, reduziert sich der Funktionsumfang auf eine einzelne Funktion, Orders zu setzen. Und das ist dieses Submit Ordered Unmanaged. Jede Order, egal ob ich kaufe, verkaufe, ein Limit setze, einen Stopp setze etc., ist alles nur noch Submit Order Unmanaged, also setze eine nicht gemanagte Order. Diese hat verschiedenste Parameter, die ich ihr übergebe, damit sie ausgeführt wird. Und wichtig ist, dass ich die Order als solche dann als Objekt zurückerhalte. Das war im Managed Approach nur so nice to have. Das war nur so, ja, okay, kann man vielleicht ein paar Informationen rauslesen. Jetzt ist es doch deutlich wichtiger, diese Variable zu erhalten und dann entsprechende Orders auch, diese Order auch entsprechend zu verwalten. Ich stotter gerade wieder, weil er hier im Hintergrund auch fleißig am Handeln ist. Man sieht, dass er wohl hier rausgekegelt worden ist. Er ist mehr als 10 Punkte von der Spitze gefallen. Dann hat sich aber eine grüne Kerze gebildet. Das habe ich mal als Kriterium genommen, um überhaupt einen Einstieg zu suchen. Und dann probiert er sich wieder aus mit einem neuen Trade und 10 Punkten Abstand. Das ist jetzt nicht der cleverste Bot, aber einfach um darzustellen, wie man Orders verwaltet. Wie setze ich die einfachste Art einer Order, also quasi eine Market-Kauforder, indem ich hier 4 Parameter setze? Der erste Parameter ist mehr oder weniger der unwichtigste. Dieser bezieht sich auf die Datenreihe, die man verwenden möchte. Stellt euch vor, ihr habt in eurem Bot die 1, 5, 10, 15 Minuten Chart und ihr müsst dann ja immer definieren, auf welche Datenreihe ihr euch bezieht. In der Regel ist das 0, also die vorgegebene Datenreihe. Ihr könnt ja aber auch euch auf weitere Datenreihen beziehen. Das ist der erste Parameter. Wird wahrscheinlich bei euch zu 99% der Fälle die 0 sein. Dann muss ich die Action definieren, also in welche Richtung wollen wir überhaupt machen. Und da gibt es ja die 4 wesentlichen. Ich gehe mal hier in die Programmierhilfe. Order Action gibt es Buy, Buy to Cover, Sell und Sell Short. Also ich kaufe und verkaufe oder ich shorte und cover das Ganze. Und da will ich jetzt in diesem Falle, möchte ich kaufen. Dann den Order Typ. Wie möchte ich kaufen? Auch da gucken wir uns eben die Programmierhilfe an. Ich kann meine Order limitieren, Market machen, MIT, bin ich jetzt gerade überfragt, müssen wir gleich mal gucken, was MIT ist, oder aber Stop Limit, Stop Market. Also Limit, Market, Stop Limit, Stop Market ist so die 4 gängigsten, damit kann ich mir eigentlich alles bauen. Wenn ich dann so etwas wie Limit angebe oder sogar Stop Limit angebe, muss ich auch die weiteren Kennzahlen angeben, also sprich dann den Stopp, den ich möchte oder das Limit, das ich möchte. Jetzt im Falle von Market muss ich keinerlei weitere Kursinformationen geben. Dementsprechend ist die letzte Info, die noch fehlt, die Stückzahl. Da ich jetzt hier faul bin, habe ich einfach mal eine 1 eingegeben. Das heißt, ich möchte einen Kontrakt handeln. Und dann wird diese Order übertragen an NinjaTrader und weiter an den Broker oder wohin auch immer. Und alle Informationen rund um die Order stecken dann in diesem Objekt. Und vor allen Dingen steckt dann hier drin, ob die Order ausgefüllt worden ist, ob sie vollständig ausgeführt worden ist, ob sie meinetwegen abgelehnt worden ist und vieles mehr. Das hat man dann hier in dieser Entry Order.
Wo kommt diese Variable her? Die musste ich mir selber machen. Das heißt, ich habe hier oben zwei Order-Variablen mir vorbereitet, die jeweils zwei Orders entgegennehmen können. Eine heißt bei mir Entry Order, also die Order, die ich beim Einstieg erzeuge. Und das andere ist die Stop Order, das ist also die Order, die ich dann nehme, um aus diesem Trade wieder auszusteigen. Und dafür habe ich mir zwei explizite Variablen gemacht, sodass ich dann wirklich fein säuberlich in meinem Code die beiden Orders verwalten kann. So, wann gehe ich long? Ja, das mache ich eigentlich ganz simpel. Ich prüfe jetzt in diesem Falle, ob ich flat bin und ob ich noch nicht im Markt bin, sprich, ob meine Entry Order null ist. Und das meinte ich mit dem kleinen Unterschied zwischen unserem Trailing Stop Bot und jetzt hier der Anleitung, wie das geht. Dem Trailing Stop habe ich dann noch weitere Kriterien hinzugefügt, komme ich dann gleich zu, wann er dann wirklich long gehen soll. Hier jetzt einfach mal als Beispiel noch zwei Dinge, die sehr eng mit der Thematik zu tun haben. Deswegen habe ich sie hier in das How-To mit reingebaut. Also wie prüfe ich, ob ich flat bin über das Market Position oder aber ich prüfe zum Beispiel auch, ob die Entry Order aktiv ist oder ob sie null ist. Ihr seht, null ist hier der Default-Wert, den ich setze. Null heißt so viel wie nichts, nada, nicht da, gibt es nicht. Also die Entry Order ist im Augenblick nicht aktiv genutzt. Und dann gehe ich rein. Sobald die Order ausgeführt wird, werde ich benachrichtigt. Das ist der zweite wichtige Schritt und das kennen wir auch schon vom Managed Approach. Denn es gibt diese zweite Methode, dieser zweite Event-Händler on Execution Update, also der Bereich, der mich darüber informiert, wenn irgendeine Order ausgeführt wird. Ich bekomme immer den Ton von Ninja Trader gerade in die Ohren. Er hat hier schon wieder die Order filled. Ui, was war denn hier schon wieder? Hat Trump gehustet. Die verrücktesten Kerzen entstehen da heute. So, das heißt, dieses On-Execution-Update informiert mich darüber, dass eine Order ausgeführt würde und das kann irgendeine Order sein. Das heißt, ich muss jetzt selber aufpassen, welche es ist. Dementsprechend hat man hier typischerweise immer solche Blöcke drin, wie ist die Order, die gerade ausgeführt wurde, auch die Einstiegsorder, also die, die ich hier oben gesetzt habe. Ihr seht das noch hier oben in der Zeile 83. Und wenn das der Fall ist, dann tue etwas. Es kann aber auch sein, dass die Order, die hier gerade ausgeführt worden ist, die Stop-Order war. Die Stop-Order, die ich hier oben auch irgendwo gesetzt habe oder keine Ahnung, wo ich die gesetzt habe, sehen wir uns gleich an. Das heißt, ich muss selber immer prüfen zunächst, okay, hier kommt eine Order angeflogen, die Order wird ausgeführt. Welche ist es denn von den vielen? So, in unserem Fall ist es jetzt mal die Entry Order. Da die Market ist, brauchen wir nicht lange warten. Wahrscheinlich kommt dann sofort die Ausführung. Und dann kann ich noch prüfen, ob der Order-Status dann wirklich filled ist. Das heißt, ich möchte nur etwas, also den weiteren Quelltext ausführen, wenn sie auch wirklich ausgeführt wurde, wenn sie also nicht nur am Börsenplatz quasi angekommen ist. Es gibt auch so einen Status accepted. Also sie ist angekommen, sie ist gesetzt, aber sie ist noch nicht ausgeführt. Und mit dem filled kann ich jetzt wirklich prüfen, ja, die Order ist komplett gefüllt worden. So kann ich dann weitere Schritte einleiten. Die Zeile kann ich mal wegnehmen, die brauchen wir nicht mehr. So, und was möchte ich jetzt machen? Wir sind ja in so einem Trailing-Stop-Mechanismus. Das heißt, wenn die ursprüngliche Einstiegsorder ausgeführt wurde, ja, dann muss ich halt jetzt die Stop-Order in den Markt stellen. Und das kann ich auch in der On-Execution-Update machen. Das muss ich nicht immer nur dann machen, wenn eine neue Kerze kommt, sondern ich kann natürlich auch eine Order setzen, wenn irgendeine andere Order ausgeführt wurde. Und das mache ich dann hier. Das heißt, ich setze jetzt eine zweite Order in den Markt. Und wie ihr seht, wird das meine Stop-Order. Und die hat jetzt ein paar mehr Parameter. Einmal ist die Order-Action Sell. Na, ich möchte ja meine gekaufte Position wieder verkaufen. Dann habe ich gesagt Stop Market, also ich möchte gerne einen Stop, aber der Stop soll dann Market ausgeführt werden. Das heißt, fällt der Kurs unter 12.000, dann verkaufe Market, egal zu welchem Preis. Es gibt ja auch Stop Limit, wo ich sagen könnte, wenn der Kurs unter 12.000 fällt, dann verkaufe auch nur zu 12.000 und wenn der Kurs dann da einfach durchrauscht, dann werde ich halt auch nicht ausgeführt.
Wie viele Stücke? Eine. Welcher Limitpreis? Null. Ich habe keinen Limitpreis. Ich bin ja Stop Market, aber ich muss diesen Parameter hier trotzdem einmal setzen. Und dann muss ich sagen, wo soll denn der Stopp liegen? Und den Stopp, den will ich 10 Punkte unter dem Einstiegspreis meiner Entry Order haben. Ich habe ja das Entry Order Objekt, das ist ja da, das ist ja vorhanden. Das frage ich jetzt, sag mal, wo bist du denn ausgeführt worden, dein Average Fill Price? Und von dem 10 Punkte tiefer, da möchte ich meine Stop Market Order setzen und dann führe ich diese Order aus und gebe die auch an den Ninja Trader. So, und dann geht das sofort an den Ninja Trader und auch das kann ich dann überwachen, sprich ich werde dann wenige Minuten später auch darüber informiert, dass die dann gesetzt und meinetwegen dann auch ausgeführt wurde. Und das habe ich dann hier in diesem zweiten Teil geprüft, wo ich dann sage, ja, wenn die Order, die hier angeflogen kommt, ausgeführt wurde und wenn es sich überhaupt um eine Stop-Order handelt, dann ja, tue noch irgendetwas. Es ist immer eine gute Best Practice, dann die Orders wieder auf Null zu setzen, sobald diese ausgeführt wurden. Ihr erinnert euch, dass ich hier oben prüfe, ob die Entry Order denn auch null ist. Das heißt, ich prüfe nicht nur, dass ich flat bin, sondern dass ich nicht auch schon eine Order im Markt habe. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich limitiert was kaufe und dann natürlich wissen will, ob ich, dann bin ich ja weiterhin flat, aber meine Limit Order ist vielleicht noch im Markt und wartet halt auf, wartet dann halt noch auf Ausführung. Und deswegen setze ich die Entry Order explizit auf Null, sobald sie dann auch ausgeführt wurde. Das heißt, dann ist die Order ja wirklich durch, sie steht in den Büchern. Ich habe dann natürlich die Position, keine Frage. Also ich kann ja dann sagen, hier meine Market Position ist nicht mehr flat, sondern dann long. Aber das Order Objekt an sich ist jetzt freigegeben, sodass ich dann in diesem Falle auch wieder eine neue Order setzen könnte. Nur in diesem Fall will ich einfach nur eine Order im Markt haben, könnte mir natürlich auch ein Array oder eine Liste von Orders bauen, wo ich dann ganz viele Entry Orders reinpacke und die dann alle einzeln verwalte. Das ist dann mehr ein programmiertechnisches Problem, aber die Entry Order an sich, da kann ich also bestimmt, oder da kann ich, oder von den Orders, die ich setze, kann ich natürlich beliebig viele haben. Aber da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, gerade wenn ich mehrere habe, dass ich die alle sauber zuordne und eine Übersicht immer behalte. Gut, so, das heißt, wir haben eine Entry Order mit 10 Punkten Abstand, wir haben eine Stop Order, Quatsch, wir haben eine Entry Order. So, wenn die ausgeführt wird, haben wir eine Stop Order mit 10 Punkten Abstand. Und jetzt wollen wir ja diesen Trailing-Effekt haben. Und dazu möchte ich eine bestehende Order verändern. Und dazu gibt es die Methode Change Order. Also ganz wichtig, ich kann jetzt hier im laufenden Programm quasi die Order verändern. Und welche Order ist, die ich verändern will, die gebe ich immer als Parameter mit an. Ihr erinnert euch, dass der Managed Approach so ein bisschen für erfahrene Programmierer ein bisschen komisch war, weil man dort mit Namen arbeitet. Also da habe ich ja mal gesagt, gebt der Order einen Namen, damit er das wiederfindet. Und das ist ja eigentlich kein vernünftiger Ansatz zur Programmierung, sondern wenn man schon so ein Objekt hat, also quasi eine Variable hat, die den Order, die die Order repräsentiert, dann nutzen wir die doch verdammt nochmal auch. Und deswegen haben die dann hier eine Methode gemacht, die da heißt Change Order. Die braucht als Parameter, naja, welche Order möchtest du denn ändern? Und dann sage ich die Stop Order. Und dann gibt es verschiedenste Parameter, die ich hier reingebe. Ihr seht, ich kann die Anzahl der Order verändern. Ich gebe hier eigentlich wieder die von schon vordefinierte Quantity wieder zurück, könnte aber jetzt auch bei einer laufenden Order die Anzahl der Kontrakte dann verändern. Dann habe ich hier eine Null. Das ist, glaube ich, wieder das Limit, genau. Die Order, Quantity, Limit Price. Den Limit will ich ja nicht verändern. Bei der Order handelt es sich ja um eine Stop-Market-Order. Das heißt, der Limitpreis ist sowieso Schall und Rauch. Aber was ich verändern will, ist der Stopp. Ich will den Stopp ja nachziehen bei steigenden Kursen. Das heißt, ich habe mir hier vorher irgendwo eine Logik gemacht, die die höchsten Kurse überwacht.
Und wenn der höchste Kurs seit Einstieg halt gestiegen ist, dann setze ich auch meine Stop-Order, setze ich dann auf dieses neue Niveau. Und zwar, ich glaube, das hier hinten ist das entscheidende Kriterium, neben dem ganzen Gucken, ob ich überhaupt long bin und so weiter. Ich frage nämlich die Stop-Order, der Stopppreis, ist der kleiner als der höchste Kurs minus 10? Also ist der Stop-Limit irgendwie 12, 13, 14 Punkte weg? Naja, dann muss ich es halt nachziehen und dann kann ich es hier drüber setzen. Dieser Ansatz gefällt mir eigentlich viel besser zum Programmieren. Er ist eigentlich viel sauberer, viel schöner. Man kann dann auch solche Dinge viel einfacher programmieren. Das gefällt mir sehr gut an der Sache. Werfen wir nochmal eben einen Blick. Markt, rennt schon wieder oben raus, steigt weiter. Wir sind gerade nicht im Markt, jetzt sind wir wieder im Markt. Ihr habt ja natürlich so gebaut, dass er jetzt ordentlich viel handelt. Er hat ja wahrscheinlich hier einen Rücksetzer von mehr als 10 Punkten gemacht. Jetzt marschiert der Markt schön nachbörslich. Wir sind schön bullisch weiter und dann zieht er diesen Stop-Loss mit. Schauen wir uns deshalb mal den Trailing Stop an. Den habe ich euch auch zum Download zur Verfügung gestellt, wie ich diesen Trailing Stop gebaut habe oder welches die wesentlichen Elemente sind, neben dem reinen Order Management. So, und zwar habe ich mir ein paar Zahlen gemerkt, ein paar Kursmarken gemerkt rund um meinen Einstieg, sodass ich dann schön fein säuberlich das Nachziehen bauen kann. Ich drösel es mal so ein bisschen auseinander. Also, wann gehe ich überhaupt long? Ne? Hier haben wir wieder die Position, wo ich meinen Kauf mache. Und jetzt habe ich hier eine ganze Reihe von Kriterien. Gut, also ich gehe da nur rein, wenn ich überhaupt flat bin. Okay, soweit verstanden. Ich gehe nur rein, wenn ich schon wenn noch keine Entry Order besteht, woher die auch immer kommen mag. Okay, das ist alles noch Orderverwaltung. Dann habe ich aber gesagt, die Kerze davor muss grün sein. Beliebiges Kriterium habe ich mir einfach so ausgedacht und habe gesagt, ich gehe nur in den Markt, wenn eine Kerze grün ist und dann gehe ich in der Folgekerze oder ja, dann im Folgemoment dann in den Markt. Außerdem gehe ich nur rein, wenn die aktuelle Kerze nicht die Kerze des Ausstieges ist. Warum habe ich das gemacht? Naja, wenn wir in den Markt gehen, wie hier, und wir werden ausgestoppt, dann prüft er ja beim nächsten Tick wieder, ist die Kerze davor grün? Ja, bumm, und geht wieder rein. Das heißt, er muss sich ja merken, dass er ausgestoppt wurde. Und das mache ich, indem ich mir merke, auf dieser Kerze wurdest du ausgestoppt und ich möchte nicht, solange wir uns immer noch auf dieser einen Kerze befinden, dass du sofort wieder reingehst, weil dann hätte man sich den Ausstieg auch sparen können. Also das sind die einzigen beiden Kriterien. Die Kerze davor muss grün sein und es darf nicht die Kerze sein, zu der ich ausgestiegen bin. Wenn das alles so ist, dann haue ich da meine Long Order rein in den Markt. Ich speichere mir den höchsten Kurs, seitdem ich die Order gesetzt habe. Und das ist hier der Close. Das ist nicht der High, denn das kann ja sein, dass die Kerze viel, viel länger, viel, viel größer ist, sondern dass ich hier den letzten Schlusskurs habe. Wobei, ich glaube, das ist wieder gewachsener Code. Das kann ja gar nicht mehr sein. Da ja wir jetzt prüfen, dass wir nicht auf der gleichen Kerze long gehen. Na, gucken wir uns gleich an. Also ich merke mir überhaupt erstmal eine Referenz, was ist der höchste Kurs. Hierüber können wir jetzt noch ein bisschen streiten, aber es ist auch nicht falsch. Das heißt, das wäre jetzt quasi der Kurs, zu dem ich reingehe oder nicht zu dem ich ausgeführt werde, aber das ist dann der Schlusskurs, zu dem ich ja dann zur Entscheidung komme, okay, alles klar, ich gehe in den Markt. Und das wird der Fall sein, sobald eine neue Kerze beginnt und ich quasi dieses Kriterium hier habe, dass die Vorkerze grün war und dann kommt der erste Tick und dann werde ich ja hier reingehen. Und deswegen stutzte ich hier gerade so, dann wird das ja auch der Close sein, also dieser erste Kurs sein, den ich dann habe. Egal. Ich brauche eine Referenz, High Since Entry, ich brauche einen Kurs, mit dem ich dann weiter gucken kann, wie sich der Kurs entwickelt.
Außerdem speichere ich mir den Bar of Exit. Und den setze ich mir hier auf den Current Bar. Auch da stolper ich gerade drüber, weil natürlich hier unten würde ich den viel mehr erwarten und würde sagen, an welcher Kerze bin ich denn rausgegangen und nicht eingestiegen? Hoi, hoi, hoi. Also die beiden Zeilen stelle ich schon wieder zur Disposition, aber egal. Während die Position läuft, muss ich dann prüfen, ob sich der Höchstkurs verändert hat, denn das ist quasi meine Basis, mit der ich dann den Trailing Stop hinterherziehe. Also ich vergleiche jetzt einfach der Tick, der hier reinkommt. Ne, wie gesagt, ich bin immer on each Tick, deswegen gehe ich hier mal auf das Close. Den vergleiche ich mit dem höchsten Kurs seit Einstieg, um diesen Wert dann immer langsam und langsam nach oben laufen zu lassen. Und dieses High Since Entry ist dann meine Marke, die ich prüfe, ob der Stop-Kurs nachgezogen werden muss. Denn den höchsten Kurs, den ich dann seit meinem Einstieg erreicht habe, minus 10 Punkte, das ist ja der Stop-Kurs, den ich dann gerne handeln möchte. Und dann gucke ich halt, ja, ist der Stop-Kurs, der im Augenblick gesetzt ist, zu klein? Also muss ich ihn höher machen, muss ich ihn nachziehen, dann tue ich das Ganze auch so. Ja, und das ist schon der ganze Bot. Der Rest ist eigentlich ziemlich genau, was ich euch oben gezeigt habe. Das heißt, hier unten haben wir dann die Ausführung. Das heißt, hier wird dann die Entry Order ausgeführt. Sobald die Entry Order ausgeführt ist, hauen wir die Stop Order rein. Die Stop Order wird reingesetzt bei Average Fill Price minus 10. Das ist so der erste Stop-Kurs, den wir überhaupt haben. Und dann lösche ich die Order. Und wenn dann die Stop-Order ausgeführt wird, dann merke ich mir noch die Bar, zu der das Ganze stattgefunden hat, damit ich halt nicht nochmal handle und setze auch wieder die Stop-Order auf Null. So, und jetzt würde ich fast sagen, dass ich diese Zeile, die brauche ich nicht. Das ist Unsinn. Ich will mir ja die Bar of Exit merken, wenn ich aussteige und nicht, wenn ich einsteige. Und das heißt ins Entry, das setze ich auf den Schlusskurs der aktuellen Kerze, damit ich es weiter beobachten kann. Das ist nicht falsch, das passt soweit. Ich kompiliere das Ganze nochmal. Und dann haben wir einen relativ simplen Bot gebaut, der aber hier ordentlich Geld scheffelt. Sprich, wir sehen hier ist der Einstieg, ich weiß nicht, wo der Einstieg war, jetzt sind wir schon wieder draußen. Ich mache mal die anderen Trades an. Das kann man hier machen unter Data Series. Und dann fragt er einen hier ganz, ganz unten, was soll er mit den Executions machen? Soll ich die malen mit Text und Marker? Und dann machen wir mal alles. Und dann seht ihr, jetzt haben wir hier wieder die Markierungen unserer Altbekannten. Und da wir in Echtzeit handeln und keine Historie haben, hatte ich ja diese Bremse vorne eingebaut, sehen wir jetzt die ganzen Orders, die wir seit 18.20 Uhr gemacht haben. Und dann geht er, hier habe ich dann drauf gedrückt, hier habe ich das Webinar begonnen. Es ist ja, ich stutze natürlich gerade wieder, wo wir hier ausgeführt worden sind, hier so im Niemandsland. Wie hat er das denn hinbekommen? Da wurden wir zu 12.229 ausgeführt. Da war der Kurs gar nicht. Da haben wir, ja klar, da hat er dann den Slippage angenommen. Das heißt, er hat wahrscheinlich den einen Punkt angenommen, den wir dann da rausgehauen werden. Gucken wir mal, Strategies. Der Slippage ist hier auf Null. Warum macht er das? Warum macht er das? Woher kommt dieser Abstand? Das irritiert mich jetzt ein wenig. Das müssten wir mal nachforschen. Hier hat er es dann auch gemacht. Das heißt, er nimmt dann doch den Bid und den Ask an. Wahrscheinlich ist es so rum. Und dann verkauft er uns natürlich in den Bid hinein. Und der Bid muss ja nicht unbedingt an der Börse gehandelt worden sein.
Vermute ich mal. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, warum er jetzt hier zweimal genau mit der Lücke uns ausgeführt hat. Aber das wäre jetzt meine Überlegung, dass wir da ein Spread haben von einem halben Punkt oder einem Punkt, je nachdem, wie der Markt da gerade ist. Und da Ninja Trader ja sehr strikt ist, also eigentlich immer zu unserem Nachteil in den ganzen Programmierungen arbeitet, was ja gut ist, weil dann sind wir gezwungen, vernünftige Mechanismen zu bauen, dass das hier eine Rolle spielt. Naja, so seht ihr, hat er dann hier die verschiedensten Trades gemacht. Hier gab es dann wieder eine grüne Kerze. Die grüne Kerze hat dann dazu geführt, dass er dann hier in den Markt geht. Ihr seht, er ist auch hier schlechter reingekommen als der Eröffnungskurs. Also dann wird das wirklich immer dieser eine Punkt sein, der zu unserem Nachteil ist. Dann wurden wir hier ausgestoppt und jetzt fängt der Markt wieder an zu fallen und wir sind nicht dabei und warten dann auf eine grüne Kerze, um dann wieder long zu gehen und die ganzen Positionen über einen Trailing Stop zu überwachen. Wie könnte man das Ganze erweitern? Man könnte natürlich den Trailing Stop an sich ein bisschen intelligenter machen. Man könnte ihn abhängig machen vom ATR oder von anderen Kennzahlen. Man könnte vormittags andere Werte nehmen als nachmittags. Man könnte gucken, ob man erfolgreich war oder nicht. Und dann sagen, wir sind schon, oder wir haben so einen Lauf. Unsere Trades gehen gerade alle auf. Das heißt, dann machen wir den Stop-Loss ein bisschen weiter. Je nachdem, wir können eigene Logik programmieren und können mit diesen zwei Methoden, die wir gelernt haben, eigentlich relativ viel dann anstellen. Wir brauchen nur noch das Submit Order Unmanaged für Kauf, Verkauf und so weiter. Und dann können wir die Orders auch selber verändern in Anzahl, in Limit und in Stoppreis. Natürlich nicht in der Art. Wir können nicht aus einer Market Order eine Limit Order machen. Dann müssen wir die Order löschen. Ja, stimmt. Und das habe ich ja mal in meiner ganzen Aufregung noch vergessen. Es gibt natürlich dann auch ein Cancel Order. Das heißt, ich kann eine Order löschen und dort will er dann einen Parameter haben. Und das ist die Order, die ich löschen will. Das heißt, da müsste ich dann sagen, hau die Stop Order raus. Na, Cancel Order. Und dann, um unserer Best Practice noch gerecht zu werden, würde man die Stop Order dann auch mit Null belegen, so dass wir auch wissen, okay, sie ist aus dem Markt oder sie ist herausgenommen worden. So, nehmen wir die beiden Zeilen nochmal und packen die in das How-To. Ich habe bei der ganzen Überlegerei und Programmiererei gar nicht damit gerechnet, dass es eventuell auch dazu kommen könnte, dass man eine Order löschen will. Löschen einer Order. Ja, dieser Unmanaged Approach, wenn man sich da mal so ein bisschen, wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat oder einmal diese Struktur hat, ist der eigentlich gar nicht so abschreckend. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit den einzelnen Parametern, wie ich es gerade gezeigt habe, dass man das sauber hat. Man muss so ein bisschen, gerade wenn man mehrere Orders dann natürlich verwalten will, wenn man dann sagt, wir haben irgendein System, wo wir 3, 4, 5, 6 Orders hintereinander eingehen oder skalieren wollen, dann müssen wir die Orders natürlich selber feinsäuberlich verwalten. Und das ist mit dem anderen Ansatz natürlich simpler, aber dafür sind wir hier flexibler und können dann Spielereien mit reinbauen, können dann sagen, wir gehen, wir nehmen irgendwo einen Take Profit unter ganz bestimmten Bedingungen nur. Meinetwegen, der Markt ist auf einmal bildet ganz viele lange grüne Candles, fängt an nach oben zu stürmen und dann haue ich auf einmal eine Limit Order in den Markt, eine Verkaufsorder in den Markt und sage, wenn er da rüber geht, wenn er das noch schafft, dann nehme ich es mit. Und dann beruhigt sich der Markt wieder und dann sage ich, nee, jetzt kann ich auch das Limit wieder aus dem Markt nehmen, jetzt soll der Kurs bitte weiterlaufen. Und solche Dinge. Das heißt, je nachdem, wie kompliziert man da seinen Ansatz machen möchte, desto mehr Freiheiten hat man dann hier. Und so sind wir dann hier wieder in der Position und so ist er dann fleißig am Handeln.